Auf den Punkt HR-Impulse um 11. Mein Name ist Christiane Schmitz. Ich bin Projektentwicklerin und Organisationsberaterin beim Kompetenzzentrum Frauenberuf Düsseldorf Kreis Mettmann und führe heute durch das Seminar. Dieses Seminar findet heute statt im Rahmen der ersten digitalen Fachkräftewoche Grenzen überwinden, die wir gemeinsam mit Competentia Mittlerer Niederrhein, Niederrhein und Aachen diese Woche ausrichten. Um Grenzen überwinden geht es auch heute in unserem Seminar Erfolgreich führen auf Distanz, so gelingt Digital Leadership. Dabei geht es einerseits um die Grenzen mentaler Art, wie wir diese überwinden, aber auch um technische Grenzen. Also alles, was es dafür braucht, damit digitale Führung gelingt. Bevor wir zum Thema kommen und an unsere Referentin übergeben, ein paar kurze Hinweise zur Technik. Ihre Mikrofone sind stumm geschaltet. Eigentlich automatisch. Wer dies noch nicht getan hat, bitte einmal nachholen. Ihre Kamera bitte ebenfalls ausschalten. Das hält die Leitung stabiler und wir zeichnen dieses Webseminar auf, sodass Sie es im Nachhinein anschauen können auf www.erfolgsfaktorfrau.de. Sie sind nicht zu sehen und nicht zu hören in diesem Webseminar, können aber natürlich teilnehmen, aktiv sich beteiligen und wie über die Chatfunktion. Also nutzen Sie den Chat rege. Ich werde Ihre Fragen, Ihre Anmerkungen aufnehmen und direkt an unsere Expertin Dagmar Gehrig weiterleiten und sie wird diese direkt beantworten. Das war's zur Technik. Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich direkt im Chat an Valerie Bauer oder schreiben Sie direkt in den Chat an die Moderation. Wir helfen Ihnen gerne. Jetzt kann es schon losgehen. Liebe Frau Gehrig, wir übergeben live zu Ihnen nach Wittberg. Vielen Dank. Und ja, der Alarm, der jetzt gerade um 11 überall in NRW gelaufen ist, ist gerade hier durch. Also haben wir auch da kein Handicap mehr. Ja, ich begrüße Sie alle und schön, dass Sie so zahlreich dabei sind zum Thema digitale Führung. Ich selber bin Führungstrainer und Coach mittlerweile. Ich habe über 25 Jahre führe ich Menschen und ich habe mal nachgerechnet, über 20 Jahre davon arbeite ich sogar digital mit Leuten zusammen. So, und heute darf ich so ein bisschen davon weitergeben, wie geht denn das? Welche Kniffs und Tricks gibt es denn beim digitalen Führen? Ich würde ganz gerne eingangs mal einsteigen. Die Frau Schmitz hat ja gesagt, natürlich können Sie sich beteiligen über Chat oder auch über diese Reaktionenfunktion. Corona hat uns ja eine Menge an digitalem Vorschub gebracht. Wie haben Sie das empfunden in Ihrem Arbeitsumfeld? Ist das eher top? Da können Sie gerne die Reaktion Daumen hoch oder auch in den Chat schreiben, top. Ist das eher flop? Oder ist das etzi-ketzi, wie der Grieche sagt, also so lala? Ich sehe hier eine Menge Tops. Ich sehe noch mehr Tops. Wunderbar, wunderbar. Das ist klasse. Das ist klasse. Einmal so lala im Chat. Corona hat geholfen. Das heißt, wenn ich hier viele Tops sehe, dann heißt das, Sie haben schon mal einen Riesenschritt in puncto digitale Führung gemacht. Nämlich, wo fängt das an? Hier, zwischen unseren Ohren. Es ist eine Mindset-Frage. Ich bin unter anderem Mutter von zwei Pubertieren. Jetzt bin ich habe Ihnen gesagt, ich arbeite seit über 20 Jahren digital mit Menschen zusammen und dennoch bin ich gegenüber diesen Pubertieren ein Anfänger. Die stehen da und sagen, oh Mama, du bist so lahm, du checkst überhaupt nichts. So, Mindset-Frage ist, lasse ich zu als alter Hase, und an meinen grauen Haaren sehen Sie, ich bin schon ein älterer Hase, lasse ich zu, dass jüngere Leute mir was beibringen können, dass sie mir da etwas vormachen können, ja oder nein? Das heißt, es braucht ein neues Verständnis von Führung. Ich habe Ihnen ein paar Folien mitgebracht. Sie können jederzeit zwischendrin gerne Fragen oder Kommentare in den Chat schreiben. Die Frau Schmitz wird mir die nachher alle gesammelt wiedergeben, weil ich bin blind, sobald ich die Folien mit Ihnen teile. Und wir versuchen, auf alle Fragen einzugehen. So, ich teile Ihnen einmal die Folien. Moment. Jetzt müssten Sie die im ganzen Bildschirm sehen. Genau. So, was heißt denn ein neues Verständnis von Führung? Traditionell hatten wir das, was hier links abgebildet ist, also so eine Art Silo-Mentalität. Das heißt, jede Abteilung hat für sich Dinge bearbeitet, und es gab wenig übergreifende Tätigkeit.
Wenn wir auf die rechte Seite schauen, das geht jetzt dahin, dass man Informationen teilt, dass wir abteilungsübergreifend arbeiten und das Wissen einfach nach Möglichkeit zirkulieren sollte in einem Unternehmen. Früher hatten wir die individuelle Leistung, die honoriert wurde. Das ist heute eher Teamleistung. Das heißt, erfolgreiche Firmen honorieren die Leistung im Team und nicht mehr die Leistung eines Einzelnen. Denn nur wenn ich in der Lage bin, mich und mein Team nach vorne zu bringen, bin ich auch in der Lage, in Zukunft innovativ und produktiv zu arbeiten. Es gab früher definierte Rollen- und Stellenbeschreibungen. Auch das weicht heute zusehends mehr auf, indem man hingeht und das richtige Potenzial pro Projekt und pro Aufgabe zusammenstellt, statt starrer Stellenbeschreibungen. Und da, wo wir früher Bestrafung von Fehlern haben, gehen wir heute, Gott sei Dank, sukzessive Richtung aus Fehlern lernen über. Da können wir Deutschen uns gut und gerne nochmal etwas von den Amerikanern abgucken, denn wir sind eher defizitorientiert. Das heißt, wir gucken immer gerne, was können wir nicht und welche Schwächen haben wir und welche muss ich ausmerzen. Die Amerikaner gucken auf das, was gut läuft. Und das ist auch wesentlich effizienter, denn aus einer vorhandenen Stärke eine Exzellenz zu machen, ist wirtschaftlich wesentlich effizienter, als wenn ich versuche, eine vermeintliche Schwäche auszumerzen. Also auch da wieder Mindset-Frage, wie kritisch ist eine vermeintliche Schwäche? Muss ich daran arbeiten, ja oder nein? Oder kann ich die Schwäche Schwäche sein lassen und lieber gucken, dass ich an den Stärken arbeite? Also auch da, wo bilden Sie weiter? Versuchen Sie, Talente und Stärken Ihrer Mitarbeiter weiterzubilden? Da haben Sie deutlich mehr von. So, und in der Vergangenheit hatten wir viel Hierarchien, Budgets und fixe Prozesse. Heute weicht das Wandel, Agilität und Innovation. Netflix zum Beispiel ist hingegangen, hat den kompletten Budgetabstimmungsprozess abgeschafft. Die haben gesagt, wir sind der Meinung, dass Sie Mitarbeiter nicht hier sind, um uns auszunehmen, sondern wir glauben, dass Sie mit Sinn und Sachverstand auf unser Budget gucken. Also gehen Sie hin und investieren das, was Sie für nötig halten, um Ihren Job richtig zu tun. Ein ganz anderer Ansatz und das braucht erstmal wieder Vordenken im Kopf der Führungskräfte. So, früher hatten wir vielfach auch die hierarchischen Manager. Das heißt, die hatten einen Fokus auf die Arbeit, einen Fokus auf die Sache. Die hatten tendenziell, und ich spreche hier bewusst in absoluten Richtungen, ist nicht immer so absolut gemeint, es gab auch da Unterschiede. Aber tendenziell war früher die Meinung, der Mitarbeiter ist von Hause aus faul und bequem und ich muss den anschieben, ich muss den anmotivieren. Das heißt, ich muss dem irgendwie Geld zahlen, Incentives, dann kam irgendwann der Kicker, dann kam der Obstkorb. Und die waren eher Vorgesetzter, Vorgesetzte, sprechen in Ich-Form, also ich ordne an. Und konzentrierten sich auf das Erledigen von definierten Aufgaben. Ja, Sie bekommen die Präsentationsfolien im Nachgang von Frau Schmitz geschickt. Ich sehe, hier kommt immer so ein bisschen eine Frage rein. Und die denken in Risiken und Konflikten. So, jetzt haben wir in der Führungsetage vielfach noch diese tradierten hierarchischen Manager. Und das ist auch normal, denn die sind so sozialisiert worden. Das heißt, denen kann man da auch keinen Vorwurf machen. Moderne Führungskräfte gehen eher hin und sind inspirierende Leader. Das heißt, sie arbeiten auf Augenhöhe mit ihren Mitarbeitern und versuchen, den Menschen zu fokussieren. Das, was ich eben schon sagte, die versuchen, sich auf die Talente und Stärken zu konzentrieren. Die sind überzeugt, Mitarbeitende sind von sich aus leistungswillig. Das heißt, ich muss die nicht anschieben, sondern die haben eine intrinsische Motivation und mein Job ist es einfach nur, die nicht kaputt zu machen. Die sind Vorbild, die sprechen in Wir-Form und die stellen eher Fragen. Weil wenn ich hier eine Frage stelle, ich habe Ihnen eben eine Frage gestellt, das regt automatisch unser Hirn zum Denken an. Wir können gar nicht anders. So, und dann erreichen Sie natürlich als Führungskraft auch, dass der Mitarbeiter sich seinen Kopf zerbricht, ergo Sie ein bisschen mehr Zeit auf Ihrer Agenda bekommen für strategisch wichtige Aufgaben. Inspirierende Leader ermutigen ihre Mitarbeiter, eigeninitiativ neue Wege zu gehen. Das heißt, oftmals ist es ihre Aufgabe, einfach nur den Rücken zu stärken, zu sagen, du schaffst das. Auch wenn es das erste Mal ist, du bist im Raum derjenige, der im Moment am meisten Kompetenz zu dem Thema hat. Also geh ruhig in die Präsentation, das wird schon klappen. Und die denken eher in Chancen und Lösungen. Das heißt, wenn irgendetwas nicht geht, sagen die, okay, habe ich gelernt, geht nicht, funktioniert nicht, wie könnte es denn dann gehen? Also was könnte eine Lösung sein? Zu the new normal gehört auch, dass Arbeit, digitale Arbeit, überall stattfindet. Auch in einer vermeintlich privaten Atmosphäre wie in diesem Café. Und hoffentlich kommen wir bald wieder zu einem solchen Bild, dass wir in Cafés sitzen können und unsere Arbeit tun können.
Und auch das ist ein Bild, was vielen tradierten Führungskräften ein Dorn im Auge ist, weil die es nicht gewohnt sind. Es war gewohnt, dass jemand im Büro sitzt, seine Arbeit tut, ich kann den sehen von 9 to 5 und dann habe ich ein Gefühl dafür, der arbeitet. Und jetzt sitzt er auf einmal im Café und dann läuft Arbeit und Privatleben und privates Quatschen so parallel ineinander über. Auch das ist eine Sache, wo ich erstmal selber wieder überlegen muss, kann ich damit umgehen, ja oder nein? In dem Zusammenhang kommt auch immer ganz oft die Frage, wie messe ich denn Ziele oder wie messe ich Ergebnisse, wie ermesse ich die Leistung? Und da würde ich Ihnen ganz gerne nochmal ins Gewissen rufen und ja, da steht ganz bewusst oben links Reminder, weil die meisten von Ihnen haben das mit Sicherheit schon mal gehört, Ziele sollten smart sein. Also die sollten spezifisch sein, messbar sein, attraktiv sein, realistisch und terminiert. Und jetzt frage ich Sie ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wenn Sie auf Ihre Ziele gucken, wie viele davon sind smart und wie viele nicht, müssen Sie gar nicht darauf antworten. Aber häufig ertappe auch ich mich selber dabei, dass ein Ziel eben nicht spezifisch genug ist. So, und wenn es nicht spezifisch ist, kann ich es auch nicht messen. Aber wenn ich es tatsächlich spezifisch messbar mache und ein ganz klares Ziel habe, desto eher kriege ich es umgesetzt und desto eher kann ich es eben auch auf Distanz messen. Dann spielt es auch keine Rolle mehr, dass ich meine Mitarbeiter nicht sehe. Und in der Vergangenheit wurde halt vielfach die Arbeitszeit als Messkriterium für Leistungserbringung genommen. Wandelt sich heute auch. Also lieber gucken, was sind meine Ziele, wie kann ich die konkret messen, was sind die Ergebnisse, die ich mir wünsche. Und dann ist es auch egal, wie viel Zeit ein Mitarbeiter darauf verwendet oder wo er seine Zeit dafür investiert. Ob das im Café ist, zu Hause ist, ob der zwischendrin einkaufen geht oder nicht oder Homeschooling betreut. Viele von Ihnen, denke ich, haben Kinder und wissen, was das bedeutet. Homeschooling kann ich nicht einfach nebenbei machen. Gerade wenn es kleine Kinder sind. Unsere sind jetzt etwas größer, die können sich selbst organisieren, aber gerade wenn es kleine Kinder sind, ich muss mich darum kümmern. Und wenn die eine Frage haben, hat die nicht Zeit bis in 2 Stunden, dann muss die jetzt beantwortet werden. Ganz kurz an Sie, Frau Schmitz, gibt es Fragen im Chat zu dem ersten Teil? Und zwar ist eine Frage reingekommen, wie starte ich denn einen sanften Übergang? Also beim Führungsstil. Mhm. Also einmal das, was ich gesagt habe, Mindset ist ganz wichtig und indem ich Vorbild bin. Also ich muss als Führungskraft schon Vorbildfunktionen übernehmen und kann das nicht delegieren. Ich kann das Thema digitales Arbeiten, digitale Tools nicht delegieren. Versucht gerade die Schule unserer Söhne, sehr zu meinem Leidwesen. So, und das ist sowas, wo ich nicht machen kann. Ich kann nicht sagen, jemand anders kümmert sich drum und jemand anders kümmert sich drum, dass Mitarbeiter da fit werden. Ich muss selber gucken, dass ich mich kümmere. Ich muss mich selber weiterbilden. Also ein lebenslanges Lernen ist eine Voraussetzung. Und ich muss kleinschrittig vorgehen. Gehen wir später auch nochmal drauf ein, weil jeweils unterschiedliche Menschentypen unterschiedliche Art der Herangehensweise haben. Der eine braucht mehr Detailgrad, mehr Zeit, um ein neues System zu lernen, als der andere. Und damit muss ich Rechnung tragen. Und wenn ich die Zeit am Anfang sorgfältig beiseite stelle, gut investiere, dann zahlt sich das hinten raus aus. Wenn ich das sein lasse, fällt mir das immer und immer wieder zukünftig auf die Füße. Also sehr, sehr kleinschrittig und behutsam vorgehen und teilweise auch individuell nachfragen. Schulungen, sehr viele Schulungen halt, gerade Tool-Schulungen und im Umgang mit digitalen Medien. Und immer nachfragen, wo gibt es noch Hürden, was braucht der Mitarbeiter, damit er weiterkommt. Das beantwortet vielleicht auch schon die zweite Frage einer Zuschauerin. Und zwar ist diese Frage, was mache ich denn mit Mitarbeitenden, die ihre Ziele nicht erreichen? Stichwort Schulungen, ist es das? Kann ich in einem Satz schwerlich beantworten, aber ja, Schulungen ist eins. Es gibt Mitarbeiter, die können ihre Ziele nicht erreichen, weil es ihnen an Köln fehlt. Ich mache mal gerade die Bildschirmpräsentation wieder aus. So, dann kann ich sehr leicht mit Schulungen arbeiten. Dann gibt es aber die zweite Kategorie, die wollen nicht. Und die wollen nicht, weil es bestimmte Gründe geben kann. Da ist in der Vergangenheit im Management was falsch gelaufen. Die wollen nicht, weil sie vielleicht Angst haben, nicht mehr bestehen zu können, wenn jetzt eine neue digitale Software eingeführt wird. Die sind schon etwas älter und sagen, kann ich das denn überhaupt? So, das ist der wesentlich schwierigere Part. Ganz kurz beantwortet, am besten arbeite ich mit Fragen, um dahinter zu kommen, was ist denn eigentlich der Grund?
Wenn der Grund ist, nicht können, ist das recht einfach. Wenn der Grund nicht wollen ist, muss ich ein bisschen länger fragen, ein bisschen mehr Geduld mitbringen, um dann rauszufinden, wo drückt denn da der Schuh und wie kann ich die vermeintliche Angst nehmen. Also oftmals ist es ja das, was ich sagte, kann ich dann noch bestehen, danach ist eine Angst. So, und die muss ich halt entsprechend auch ausmerzen. Vielen Dank. Gut, bitte. Dann hätte ich noch eine Frage, das heißt, nein, wir gucken erstmal noch mal ganz kurz drauf, warum ist digitale Führung gerade für Frauen gut? Digitale Führung hat für Frauen entsprechende Vorteile. Also einmal, traditionelle Arbeit fand sehr viel stationär statt. Das heißt, es gab unflexible Arbeitszeiten und Beruf und Familie ließen sich schwer vereinbaren. Und wir sind heute leider Gottes immer noch da, dass im Wesentlichen die Frau sich darum kümmert, dass Kinder großgezogen werden oder auch wenn pflegende Angehörige da sind. Es ist häufiger noch die Aufgabe der Frau als des Mannes. Auch das ändert sich langsam, aber leider Gottes nur langsam. Es gab lange Zeitspannen, die ich weg von zu Hause war, von 9 bis 17 Uhr in der Regel plus Fahrzeit. Das heißt, das sind 8 bis 10 Stunden. Das ist schwierig für Frauen abzubilden, vor allen Dingen, wenn sie nebenher eben noch familiäre Verpflichtungen haben. Damit einhergingen lange Pendelzeiten, Kindererziehung, Homeschooling, Pflege etc. Meist noch Aufgabe von Frauen. Und die Bewertung der Arbeitsleistung anhand von Zeit vor Ort, Sichtbarkeit im Unternehmen, Durchsetzungsfähigkeit, Machtspielen, die so im Unternehmen sind, das war was, was Frauen nicht unbedingt in die Karten gespielt hat. Anders sieht das bei digitaler Remote-Arbeit aus. Da kann ich Arbeitszeiten flexibel auf meine private Situation anpassen. Also ich kann ein Meeting machen und kann danach meinem Kind helfen beim Homeschooling. Ich kann auch vielleicht einem Kind eine Stunde beim Homeschooling helfen, wenn sich das denn ausgeht, kann ich die Arbeit abends machen. Also ich muss nicht mehr fix von bis machen, sondern kann die durchaus unterbrechen in kleine Einheiten. Ich kann sie eben diese kleinen Einheiten, die kürzeren Zeitblöcke verteilen über einen größeren Gleitzeitraum. Auch das ist was, was eine Firma ermöglichen muss. Es gibt viele Firmen, die haben ein Gleitzeitkonto, die haben Kernarbeitszeiten. Auch da kann ich als Firma nochmal drüber nachdenken, kann ich die aufweichen, um eben sowas zu ermöglichen, dass parallel private Verpflichtungen und berufliche funktionieren. So, die Pendelzeiten fallen weg. Dadurch habe ich eben mehr Zeit, mehr Freizeit oder mehr Arbeitszeit, wie auch immer. Idealerweise eine Kombination aus beidem. Und wenn beide Partner digital arbeiten, können sich die Aufgaben auch wesentlich leichter teilen, als das in der Vergangenheit der Fall war. So, und Bewertung der Arbeitsleistung anhand von Ergebnissen und Resultaten, die zu Veränderungen führen, spielt in der Regel der Frau in die Karten, weil Frauen anders arbeiten als Männer. Weitere Dinge, die der Frau in die Karten spielen, sind, dass Frauen von Hause aus, und auch da wieder rede ich bewusst in Stereotypen, ich weiß, es gibt Ausnahmen, Frauen von Hause aus sind kommunikativer. Und das ist extrem wichtig, wenn ich digital führe. Ich muss wahnsinnig viel kommunizieren, weil es geht eben, dieser ganze Flurfunk, diese Kaffeeeckengespräche gehen verloren. Frauen sind auch sehr empathisch. Das heißt, kriegen auch auf Distanz mit, wenn es jemandem nicht gut geht und können das ansprechen. Und man sagt uns Frauen nach, und nein, das stimmt nicht. Kein Mensch ist wirklich multitaskingfähig, aber Frauen sind einfach aufgrund der Rolle, die sie normalerweise haben in der Familie und bei der Arbeit, eher in der Lage, mehreren Rollen gleichzeitig gerecht zu werden. Auf Dauer ist es natürlich nicht immer multitaskingfähig zu sein. So, jetzt frage ich Sie einmal nochmal, was sind denn Herausforderungen an digitaler Arbeit respektive digitaler Führung? Wenn Sie jetzt mal auf die vergangenen 12 Monate zurückschauen, die wir jetzt schon mehr oder minder digital arbeiten, schreiben Sie einfach mal in den Chat. Was ist da herausfordernd? Ein paar Sachen hatten wir ja schon. Einmal dieses, wie kann ich denn Leistung messen? Aber was ist noch herausfordernd? Onboardings, genau. Extrem herausfordernd, wie kann ich jemanden auf Distanz Vertrauen schenken? Wie kann ich den und Kontakt halten auch? Technische Voraussetzungen, genau. Auch das ist nicht immer gegeben. Verschiedene Kommunikationswege, soziale Kontakte. Genau, viele fühlen sich sozial isoliert. Vertrauen haben wir auch nochmal. Konfliktgespräche, sehr, sehr schwierig. Genau, wo der Mitarbeiter persönlich steht und nicht nur bezogen auf seine Aufgaben. Das geht in die Richtung Kaffeeeckengespräche fallen weg. Gleichzeitig Homeoffice und Homeschooling. Team Spirit, Streitkultur. Emotionen erkennen. Genau, wie fange ich den Flurfunk auf? Genau, das richtige Maß von Nähe
durch Gespräche zu finden und nochmal Umgang mit Technik. Ja, unheimlich bunter Strauß. Und all das gilt es zu beachten und all das macht es zunächst mal schwieriger. Es kommt noch jede Menge mehr Eigenorganisation. Genau. Gehen wir im Verlauf auch weiter darauf ein. Eigenorganisation Sie selber, aber auch Sie haben eine Fürsorgepflicht für Ihre Mitarbeiter. Den Schluss finden, verstehe ich nicht ganz. Können Sie das nochmal erklären, Schluss finden? Bei einem Meeting oder was? Bedürfnisse der Mitarbeiter erkennen, anderes Projekt, Zeitmanagement. Gut, dann gehen wir einfach nochmal weiter. Ich teile nochmal meinen Bildschirm. Besonderheiten digitaler Teams. Da kam eben jetzt im Chat schon eine Menge raus. Also physische Treffen sind einfach seltener, fast teilweise gar nicht. Soziale Isolation ist ein Riesen, soziale Interaktion und damit einhergehend soziale Isolation ist ein Riesenthema. Dann die Kontakthäufigkeit ist nicht so gegeben, wie wenn ich offline arbeite. Also dieses hast du mal eben, kannst du mal eben, guckst du mal eben, das geht, wenn ich Leute im Büro habe oder ich sehe die am nächsten Büro. Aber das ist schwieriger. Wir nehmen eher seltener den Hörer in die Hand, als dass wir irgendwo jemandem über den Schreibtisch eine Frage zuwerfen. Informeller Austausch, dieses ganze Thema Kaffeeecke und Leistungsbeurteilung hatten wir eben schon. Davon haben wir weniger. Wir haben aber auch mehr. Wir haben mehr virtuelle Treffen mit den bekannten Ermüdungserscheinungen am Bildschirm. Wir haben mehr Abstimmungsbedarf mit der Notwendigkeit für Kommunikation, was ich eben schon sagte. Wir haben mehr Potenzial für Missverständnisse, weil eben die Kommunikation digital eine andere ist als offline. Ich habe nicht unbedingt die gesamte Gestik und Mimik immer direkt im Zugriff. Wir haben aber auch effizientere Meetings. Die Gruppenarbeiten sind deutlich effizienter. Wenn ich sie in Breakout-Räume stecke und dann den Breakout-Raum schließe, dann muss die Gruppenarbeit beendet sein. Das habe ich im Offline-Meeting auch nicht. Da habe ich immer mal diejenigen, die sagen, ah, ich brauche noch ein bisschen und es dauert noch ein bisschen. Und da hat man immer so 5 bis 10 Minuten Versatz, bis dann alle wieder im Plenum zusammenkommen. Leistungsbeurteilung nach Ergebnissen muss einfach zwingend mehr sein, weil ich kann es nicht mehr an Zeiteinsatz messen. So, Herausforderungen hatten wir eben auch schon mal, diese Isolation. Bildschirmmüdigkeit habe ich schon genannt. Motivationstief, also immer wieder Meeting für Meeting am Bildschirm, ist schon sehr, sehr eintönig für viele. Aufmerksamkeitsspanne ist deutlich geringer. Also ich bin heute nicht mehr gewillt, am Bildschirm so lange Zeit zu gewähren, wie ich das in einem Offline-Meeting mache, um irgendein Thema zu bearbeiten. Selbstorganisation, das heißt, ich muss Pausen einräumen. Ich muss für mich Pausen einräumen. Ich muss aber auch zusehen, dass meine Mitarbeiter das machen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe ganz viele in meinem Umkreis, die sagen, digital arbeite ich noch viel mehr, als ich ohnehin schon offline im Büro gearbeitet habe. So, und die 2 Stunden Fahrzeit oder 1 Stunde Fahrzeit, die schiebe ich im Prinzip auch noch immer an Arbeitszeit rein. Das ist Ihre Aufgabe als Führungskraft, da tatsächlich ein Auge drauf zu haben, dass Ihre Mitarbeiter Ihnen nicht mittel- bis langfristig ausbrennen, da haben Sie nichts von. Das heißt, gucken Sie, dass die arbeiten und gucken Sie aber auch, dass die Pausen machen und animieren Sie das und auch da seien Sie Vorbild. Also Pause kann sein, lass uns mal virtuell spazieren gehen. Dann telefonieren wir zum Beispiel beim Spazieren gehen. Aber steckt die Nase raus. Ich trainiere teilweise sogar ganze Tage digital und dann halte ich die Mitarbeiter so gebetsmühlenartig immer dazu an, gehen Sie in den Pausen raus, nehmen Sie die Augen vom Bildschirm, machen Sie nicht die E-Mails, auch wenn das sehr, sehr verlockend ist, sondern gehen Sie raus an die frische Luft. So, und Empathie, rufen Sie einfach mal an und vor allen Dingen rufen Sie an ohne fachlichen Hintergrund, damit Sie ein Gespür dafür kriegen, was geht denn so ab auf der Agenda. Und beliebte Themen sind immer Homeschooling. Viele haben Homeschooling. Das Thema, ich kann nicht raus, ich kann nicht reisen, ich kann nicht in Restaurants gehen. Das heißt, es gibt eine Masse Themen, die man besprechen kann und wo Sie dann zwischen den Zeilen gut hinhören können und ein Gefühl dafür kriegen, wie geht's dem Mitarbeiter eigentlich. Und es gibt einige Menschen, die leiden enorm unter dieser Situation, dass sie nur noch digital mit anderen Menschen in Kontakt sind, weil die empfinden einen digitalen Kontakt eher als zweitrangig. Und dann gibt es Menschen, denen geht das nicht so. Also ich finde einen digitalen Kontakt im 1:1 genauso gleichwertig bereichernd, wie ich einen physischen Kontakt finde. Ja klar, natürlich treffe ich auch lieber Leute physisch. Das geht aber jetzt gerade nicht, aber ich leide da nicht drunter. Aber ich weiß sehr wohl, es gibt Menschen und halten Sie das mit im Kalkül, dass Sie da eben auch ein Gehör und ein Gespür für kriegen.
So, dann ist schwierig, hybrid zu führen, also eine gesunde Balance zwischen Präsenz- und Remote-Teilnehmern zu schaffen. Denn wenn Sie Remote-Teilnehmer haben und Präsenz physisch vor Ort, dann fragen Sie immer zuerst die Remote-Teilnehmer. Geben Sie denen immer den Vorrang, damit die auch tatsächlich sich eingebunden fühlen, damit die eben auf sich Teil des Teams fühlen. Vertrauen auf Distanz eben kam Onboarding auch. Ich habe jetzt gerade mit einer Kundin gesprochen, die hat gerade den Job gewechselt und was der unheimlich positiv aufgefallen ist, dass sie zu jeder Zeit in dem Prozess, im Bewerbungsprozess immer wusste, was passiert als nächstes, wer ist dabei, welchen Kontext, welchen Hintergrund haben die Mitarbeiter. Und als sie jetzt angefangen hat, hat man sie auch genommen und virtuell bei der Hand genommen und hat sie tatsächlich den einzelnen Teammitgliedern vorgestellt, sodass sie ein Gefühl dafür kriegte, obwohl sie noch nie physisch da war. Man hat ihr am Anfang so ein Onboarding-Paket geschickt. Da waren ein paar nette Sachen drin, ein paar Süßigkeiten drin, irgendwie ein Ordner, wo sie so die groben Rückenzüge, Richtlinien nachgucken konnte, damit sie auch physisch was in der Hand hatte und so ein Gespür für die Firma kriegt. Man kann zum Beispiel auch eine virtuelle Kaffeepause machen oder auch ein virtuelles Essen organisieren, so Leute einladen. Es gab jetzt im letzten Jahr viele Weihnachtsfeiern, die haben digital stattgefunden. Viele Restaurants sind dazu übergegangen, dass sie sich spezialisiert haben, solche Team-Meetings zu catern. So, auch das ist eine Möglichkeit, um ein bisschen Nähe, ein bisschen Vertrauen, ein bisschen Gespür für den anderen Menschen zu schaffen, auch auf eine digitale Art und Weise. Das Gleiche gilt für den kleinen Dienstweg. Das einfach mal anrufen und einfach mal nachfragen. Oder was auch immer Sie für Tools nutzen, ob das Slack ist, ob das WhatsApp ist, Signal ist. Nutzen Sie diese Tools, um auch mal zwischen den Zeilen zu hören. Vielfach heißt es, Kreativität fällt schwieriger online. Ja, ist richtig. Es macht einen Unterschied, ob ich physisch mit Leuten im Raum bin und mit Post-its an der Wand arbeiten kann. Aber es gibt auch da eine Masse Tools und ich zeige Ihnen später noch eine Liste, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hält, aber einfach, wo Sie sehen, es gibt eine Menge Tools, auch Tools mit Server in Deutschland, wo Sie kreativ arbeiten können, wo Sie sehr wohl mit Post-its arbeiten können und gleichzeitig alle zusammen auf einem Board arbeiten können. So, welche Kompetenzen braucht es, um zeitgemäß digital zu führen? Wir haben schon vielfach gehört, Vertrauen. Also erstmal vertrauen Sie darauf, dass Ihre Mitarbeiter die Kompetenz zum einen haben und die nötige Initiative, die Motivation, um Ihre Leistung zu erbringen. Also kontrollieren Sie weniger. Das heißt nicht, kontrollieren Sie gar nicht. Es gibt bestimmte Milestones, aber vertrauen Sie darauf, der Mitarbeiter macht das schon und lassen sich nicht jeden Abend rapportieren, was der denn getan hat. Sorgen Sie dafür, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Ein Thema ist Fürsorgepflicht, hatte ich eben schon gesagt, dass genügend Pausen eingehalten werden. Seien Sie Vorbild, halten Sie die Leute an, dass sie auch wirklich mal die Augen vom Bildschirm nehmen und dass es okay ist, auch mal 2 Stunden mitten am Tag mit dem Kind Homeschooling zu machen. Aber auch Rahmenbedingungen, da gehört zu Ausstattung, Ausstattung des Büros. Internetleitung haben Sie wenig Einfluss drauf, aber welche PCs haben die zu Hause? Haben die einen geeigneten Schreibtisch? Haben die einen geeigneten Schreibtischstuhl? Denn wir verbringen unendlich viel Zeit und auch das ist eine Überlegung. Und ich weiß, es gibt in vielen Firmen diese Überlegung, machen wir Homeoffice mit den finanziellen Konsequenzen oder nennen wir es mobiles Arbeiten und überlassen es dem Mitarbeiter, wo der arbeitet, ob am Küchentisch oder sonst wo. Fürsorgepflicht geht im Prinzip darüber hinaus, dass Sie sagen, ich will, dass mein Mitarbeiter auch zu Hause optimale Bedingungen hat. Ganz wichtig auch klare Regeln. Das Thema, wie kann ich Leistung messen, aber auch so dieses klare Regeln, wie gehen wir digital miteinander um. Also ein digitales Meeting ist gleichwertig wie ein physisches Meeting. Auch da komme ich nicht zu spät. Auch da bin ich vorbereitet. Auch das hat eine Agenda und auch das hat in der Regel irgendwo ein Protokoll oder im Nachgang ein, wer macht was bis wann. Und wenn da diese Regeln nicht eingehalten werden, dann seien Sie bitte auch konsequent. Denn das reißt sonst relativ fix ein. Also auch konsequent immer wieder darauf verweisen, darauf haben wir uns alle committed. Und weshalb hast du das jetzt gerade heute nicht geschafft, pünktlich zum Meeting zu kommen? Das kann immer Gründe geben, aber lassen Sie es nicht einfach einschleifen. Kommunikation extrem, extrem wichtig. Also ganz, ganz viel Informationsaustausch. Gehen Sie nicht davon aus, der oder die Gegenüber hat zu einem Thema genau dieselbe Meinung wie Sie, sondern hinterfragen Sie. Was hast du verstanden? Was ist
Ziel dieser Aufgabe. Wie führt uns das, was wir jetzt tun, zu dem Ziel deiner Meinung nach? Was könnten wir alternativ tun? Was sind Vor- und Nachteile? Also ganz viel über Fragen arbeiten, damit sie auch in Kommunikation kommen, damit das keine Einbahnstraße ist. Loben, loben, loben Sie, was das Zeug hält. Wenn Sie Deutsch by Nature sind, können Sie nicht zu viel loben. Das geht gar nicht, weil, wie eingangs gesagt, wir sind defizitorientiert. Und jeder Mensch braucht sogenannte Strokes. Das ist Anerkennung. Muss wissen, okay, das ist in Ordnung. Ich bin in Ordnung. Meine Arbeit ist in Ordnung. Also loben Sie auch für kleine Dinge. Mensch, schöne Kette hast du heute an. Aha, hast du eine neue Brille? Also auch Sachen, die Ihnen auffallen, weil das gibt einen persönlichen Touch. So, und außen drumherum stehen dann Dinge, die auch als Basis einfach gegeben sein müssen. Also Neugierde auf Neues, lebenslanges Lernen, das, was ich Ihnen von meinen Söhnen erzählt hatte. Wir können es uns nicht mehr erlauben zu sagen, ich habe fertig Flasche leer. Jeder von uns muss ein Leben lang lernen. Und das geht jetzt gleichermaßen eben auch für digitale Tools und eine andere Art des Arbeitens. Und je besser Sie das vorleben, desto eher ermutigen Sie Mitarbeiter, die da vielleicht ein bisschen zurückhaltender sind, eben das Gleiche zu tun. Weil Lernen hat für viele häufig auch gleich dieses, ich gebe mir eine Blöße, weil ich etwas nicht weiß. So what? Nur dem Fragenden kann geholfen werden. Auch das ist eben was, was Sie vorleben können. Flexibel im Geiste sein, es könnte auch anders sein. Das einfach, dass Sie mal zulassen, es gibt mehrere Wege nach Rom. Und nicht der, den Sie denken, ist der einzig richtige. Und andere Typen Menschen oder auch andere Generationen haben vielleicht ganz andere Herangehensweisen. Und wenn man dieses ganze Wissen, diese Schwarmintelligenz zusammenwirft, dann wird da ein Schuh draus und dann wird ein Team auch sehr performant. So, und Agilität, also schnelle Entscheidungen treffen. Wir haben heute nicht mehr die Zeit, alles ganz sorgsam gegeneinander abzuwägen, sondern wir machen einfach mal, gucken, was kommt dabei rum und schauen, okay, welchen Weg gehen wir? So, das heißt, iterativ ein Projekt entwickeln und nicht mehr versuchen, das Ganze von A bis Z durchzudenken. Das funktioniert heute leider Gottes nicht mehr, weil die Rahmenbedingungen sich sehr, sehr schnell ändern. Gute Leistungen entstehen im richtigen Umfeld. Also, wenn ich richtig vorlebe, dann ermutige ich auch die Leute, es mir gleich zu tun, dann ermutige ich die Leute zu fragen. So, und das ist aber meine Aufgabe als Führungskraft, da den ersten Schritt zu machen. Frau Schmitz, gibt es zu dem Teil Fragen? Ich sehe immer nur so ganz bisschen das, was in den Chat kommt, aber ich kann nicht genau lesen, was es ist. Ja, gibt es, vor allen Dingen viel Kommentare. Also, wir fangen mal mit den Kommentaren an. Die Teilnehmenden sagen, Lob muss auch echt sein. Also nicht schleimen, sondern ehrliche Komplimente verteilen. Auch ganz wichtig, sagt eine Teilnehmerin, nicht vermuten, fragen. Genau. Und ein schönes Credo von einem Ehemann, was reingetragen wurde, es könnte gehen, wenn. Also da vielleicht auch ein paar Impulse der Teilnehmenden für eine Mindset-Änderung. Einfach zu gucken, na, wie könnte es denn funktionieren? Genau, Eine das. Frage kam rein, die hat sich, glaube ich, schon beantwortet. Empfehlen Sie Meetings mit Kamera an? Ja, definitiv. Also heute gibt es einen Grund, warum Sie gebeten haben, die Kamera auszumachen. Aber es macht es auch für mich schwer, weil ich sehe kein Gesicht. Das heißt, ich kann nicht sehen, kommt das an? Gibt es da eine Frage, ja oder nein? Und wenn ich wirklich einen persönlichen Touch haben will, dann, und wenn ich sehen will, Mensch, die grüne Jacke steht Ihnen gut, Frau Schmitz, dann kann ich das nur, wenn ich ein Bild habe. So, und ja, Lob sollte echt sein. Also wenn ich das jetzt nicht gemeint hätte, hätte ich das nicht gesagt. Dann wäre es auch nicht echt rübergekommen. Und insofern, jetzt machen ganz viele die Kamera an. Das ist extrem wichtig, vor allen Dingen, wenn Sie in kleinen Meetings arbeiten. Wenn Sie jetzt ein großes Meeting haben, wir sind jetzt gerade im Moment 74 Teilnehmer, gut, dann kann man eh nicht mehr jeden Einzelnen sehen. Aber es macht einfach einen anderen Bezug, wenn ich persönlich auf jemanden gucken kann, gucke, in welchem Hintergrund sitzt der. Und wenn ich einfach am Gesicht schon ablesen kann, sind da zum Beispiel Fragen oder ist noch irgendwas unklar? Genau, also heute in diesem Rahmen lassen wir die Kamera aus, um die Leitung einfach stabil zu halten und vor allen Dingen auch, weil wir das Webseminar ja nachher auf unsere Homepage stellen Genau. und sonst bräuchten wir von jedem Einzelnen Einverständniserklärung und das ist immer sehr, sehr kompliziert. Deshalb Genau. vielen Dank, dass Sie die Kamera jetzt ausmachen. Sonst im kleinen Teammeeting immer an. Richtig, Frau Gehrig?
Ganz genau. Also es ist zum Beispiel Homeschooling ist so ein Reizthema bei mir, haben Sie vielleicht schon gemerkt. Die Lehrer arbeiten ohne Kamera. Es ist mir ein Rätsel und die Schüler natürlich auch. Unsere Pubertiere kommen morgens in die Küche, braten sich ein Ei. Ich spreche die Pubertiere an. Da sagen die: Eber Mama, ich bin im Unterricht. Da sage ich: Junge, wie soll ich das denn sehen? So, das ist aber normal. Und das finde ich ist ein No-Go, weil wenn ich ein Ei brate, kann ich nicht gleichzeitig Matheaufgaben folgen. Das tut's nicht. Also zumindest nicht zur Gänze, dass ich sie verstehe. Egal, ich möchte nicht weiter vertiefen. Wir gehen einfach weiter in der Präsentation. gut. Digitale Veränderungen meistern. So, Herausforderungen meistern. Also wie schaffe ich Nähe trotz Distanz? Wir haben schon so ein paar Sachen. Kamera an, im Meeting hatten wir gerade. Ja, zwingend notwendig. Das, was ich eben gemacht habe, ich habe Ihnen von meinen Pubertieren erzählt. Also trauen Sie sich auch, persönliche Geschichten zu teilen, weil wir denken oder wir behalten Dinge einfach besser, wenn es eine Geschichte darum gibt. So, und das Pubertier, was in die Küche schlunzt und sich ein Ei brät, das bleibt Ihnen jetzt im Hirn eher haften, als wenn ich Ihnen wirklich fachliche Dinge ausschließlich erzähle. Lobe oft und regelmäßig, habe ich eben auch schon gesagt, und machen Sie digitale Kaffeepausen. Eben im Chat habe ich gesehen, wir haben etabliert, wie geht es dir? Also, wenn Sie sich auf sowas einigen, wenn Sie einfach sich montags morgens zusammenrufen und sagen, wie geht es dir? Oder mein schönstes Erlebnis am Wochenende war. Oder es können auch so Icebreaker-Sachen wie, wo würdest du gerne mal wohnen, wenn es denn jetzt gar keine Limitationen gäbe? Damit regen Sie einfach eine informelle Kommunikation an und da kriegen Sie einfach auch ein Gespür dafür. Oder was ist deine Lieblingszeit am Tag? Oder was ist deine liebste Mahlzeit? Oder. Es gibt da ganz viele Beispiele. Wie bauen wir Vertrauen auf? Routinen und solche Update-Meetings schaffen Vertrauen, weil Routine, wenn ich irgendeinen fixen Termin habe, also so fix montags morgens, da geht es jetzt erstmal nur darum, erste Tasse Kaffee am Morgen, wir schnacken uns ein bisschen zusammen und danach erst gucken wir, was steht denn so an für die Woche. So, wenn ich das weiß, gibt mir das Sicherheit und das baut auch Vertrauen auf. Feedback-Kultur, ganz wichtig. Einmal vorleben, es fängt immer bei Ihnen als Führungskraft an. Wenn Sie es vorleben, dann machen die anderen das nach. Also dieser Vorschlag eben im Chat, wie geht es dir? Wenn ich jetzt damit komisch umgehe und sage, oh, irgendwie so doof jetzt, ja komm, ich habe das gelesen oder in einem Seminar gehört, dann wird das nicht fliegen. Aber wenn Sie hingehen und sagen, Mensch, mir geht's heute prima, ich habe super geschlafen, das Wetter ist toll, es windet ein bisschen, aber ich gehe gleich auch raus, habe mich mit dem Nachbarn zum Spaziergang verabredet, so. Wie geht's dir? Dann kommt eben auch was. So, und dann sukzessive, wenn Sie das eingeführt haben, dann kann auch mal kritisches Feedback kommen. So, wenn Sie auch kritisches Feedback erfragen. Also, nach einem Training sage ich in der Regel, wie ist das Feedback? Was nehmen Sie von heute mit? Was sollte ich beibehalten? Was könnte ich anders machen? Trauen Sie sich ruhig auch Feedback zu erfragen. In der Regel kommt deutlich mehr Positives als Negatives. Und wenn Sie mit leuchtendem Vorbild vorangehen, dann machen das eben auch andere. Und dann ist es auch einfacher, über digitale Medien einmal Kritik zu äußern, ohne dass die persönlich genommen wird. Fördern Sie Interaktion. Also das, was ich jetzt mache, ist so eine One-Way-Kommunikation. Das finde ich nicht so günstig, vor allen Dingen, wenn Sie im Team arbeiten. Jetzt in der großen Gruppe geht das nicht anders. Aber Interaktion können Sie fördern. Die meisten Konferenztools bieten Breakout-Räume an. Also wenn ich digital arbeite, dann teile ich die Teilnehmer häufig auch in kleinere Gruppen auf. Das heißt, wir besprechen Dinge im Plenum und dann wird in kleineren Gruppen weitergearbeitet und aus den kleineren Gruppen kommt dann wieder ein Ergebnis ins Plenum rein. So lernen wir einfach von der Schwarmintelligenz, können aber in den kleinen Gruppen interaktiv arbeiten. Es gibt schöne Tools, womit Sie gleichzeitig auf einem Whiteboard malen können. Also Zoom zum Beispiel bietet ein Whiteboard an. Ich glaube, Webex hat das auch. Es gibt aber auch separate Tools, mit denen Sie kollaborieren können. Zeige ich Ihnen gleich noch. Fehlerkultur leben, auch extrem wichtig. Also Mensch, das ist mir nicht gelungen. Ich habe mir gedacht, das und das, aber es hat tatsächlich nicht funktioniert. Wie würden wir das denn anders angehen können? Was meint ihr denn? So auch mal zugeben, ich selber habe einen Fehler gemacht. Tun sich viele tradierte Führungskräfte mit schwer, bricht auch langsam auf und sie können da mit leuchtendem Vorbild vorangehen. Jetzt muss ich mal ein bisschen auf die Uhr achten. Oh, muss ein bisschen schneller reden. Motivation, Kreativität, proaktive Moderation durch Führungskraft oder Team. Also Sie müssen nicht immer alles selber moderieren. Lassen Sie auch mal Ihr Teammitglied vielleicht wechselweise moderieren. Wenn Sie einen Jour fix in der Woche haben, dann hat immer ein Teammitglied den Hut auf. Und das wird auch super spannend.
Geeignete Tools, suchen Sie wenige Tools aus. Also, a fool with a tool still remains a fool. Suchen Sie wenige Tools aus, die funktionieren, und passen Sie vor allen Dingen nicht Ihre Prozesse den Tools an, sondern andersherum. Überlegen Sie, was ist mein Ziel, was will ich erreichen, was soll das Tool mir dienen, wobei soll es mir dienlich sein, und dann erst wählen Sie ein geeignetes Tool aus. Es gibt ganz, ganz viele richtig gute Tools am Markt und teilweise auch kostenfreie oder für kleines Geld. Also daran soll es nicht mangeln. Und dann schulen Sie ganz, ganz intensiv. Das hatte ich ganz eingangs schon gesagt. Es gibt Menschen, die brauchen einfach länger, bis sie sich sicher und zu Hause fühlen. Die brauchen einen anderen Detailgrad. Beachten Sie das und investieren Sie gerade am Anfang viel Zeit in eine intensive Schulung, denn das rechnet sich hinten raus enorm. Kommunizieren Sie Teilergebnisse und feiern Sie die auch. Nehmen Sie sich Zeit. Das, was ich eben sagte, Catering, wenn Sie einen Meilenstein in einem Projekt erreicht haben, warum nicht einfach mal jedem eine Pizza ausgeben, die Sie dann jeder für sich zu Hause im Homeoffice essen, aber dabei können Sie sich wieder zusammenrufen, damit klar wird, Mensch, wir würdigen die Arbeit, die ihr leistet. Und nehmen Sie einen Methodenmix für Abwechslung. Also Sie können schön mit Videos arbeiten, mit Whiteboards, mit Breakout-Gruppen etc. pp. Also machen Sie nicht nur Frontalpräsentation. Dann haben Sie auch weniger Bildschirmmüdigkeit. Ich hatte eben gesagt, Fragen, und das kam eben auch schon im Chat, also wenn ich nicht voraussetze, ich weiß, was der andere denkt, sondern ich hinterfrage, dann kriegen Sie wesentlich reicheres Feedback und Sie halten Ihre Mitarbeiter zum selbstständigen Denken an. Und da gibt es drei Typen Fragen. Also einmal, wenn irgendwas ist, ein Problem ist, irgendwas geht nicht weiter, dann erfragen Sie erstmal den Kontext. Also worum handelt es sich? Wann genau ist das so? Und W-Fragen sind Fragen, auf die kann ich nicht mit Ja oder Nein antworten. Unter welchen Umständen ist das anders? Was machst du dann anders oder was macht der andere dann anders? Um einfach ein Gespür dafür zu kriegen, es ist nicht immer so. Dann der zweite Teil ist Reframing. Was ist das Gute an diesem Problem? Jeder von Ihnen kennt wahrscheinlich diese notorischen Nörgler-Typen. Der Chef, der ist blöd und der ist immer blöd und die Firma ist blöd und das geht weiter und weiter und weiter. Fragen Sie an solchen Situationen mal, was ist denn das Gute an dem Problem? Hä? Wie jetzt das Gute an dem Problem? Mein Chef ist blöd und die Arbeit macht keinen Spaß. Ja, aber was ist das Gute? Da gibt es nichts Gutes. Ja, es muss ja was Gutes geben, sonst wärst du ja nicht mehr da. Ja, ich brauche das Geld, weil wir haben den Hauskredit noch laufen. Es gibt also was Gutes. Du kriegst regelmäßig dein Salär. So, und durch dieses Reframing kriegen Sie die aus dieser Opferrolle raus und kriegen Sie die aus dieser Jammerrolle raus. Und die kosten Sie nicht unnötig Zeit und jammern immer weiter, sondern die müssen sich dann irgendwann mal überlegen, okay, wie könntest du es noch sehen, wie könntest du es noch bewerten? Was lernen wir daraus, was lernst du daraus? Was können wir das nächste Mal anders machen? Dann haben Sie einmal geschafft, das Ding anders zu betrachten und dann gehen Sie noch einen Schritt weiter und sagen, machen eine Projektion in die Zukunft, um sicherzustellen, dass der Mitarbeiter auch nach dem Gespräch, wenn Sie auseinandergehen, alleine weiterkommt. So, also wie kannst du diese, deine Fähigkeit zukünftig hier in unserem Unternehmen nutzen oder wie kannst du sie zukünftig in diesem neuen Projekt nutzen, das, was du im vergangenen Projekt schon an den Tag gelegt hast? Woran erkennen andere, dass sich was verändert hat? Also auch einfach zu überlegen, in die Zukunft projiziert, wenn ich was verändere, wie wirkt das auf andere und woran merken die das? Und was kannst du tun, um nicht in alte Muster zu verfallen? Wir sind Gewohnheitstiere und müssen uns selber immer ein paar Hürden bauen, wenn wir irgendwas ändern wollen. Und über Fragen können Sie jemanden sehr schön dazu leiten, dass er sich selbst die Gedanken macht. Und wenn Sie das konsequent durchführen, wird er sich auch demnächst Gedanken machen, bevor er sie überhaupt mit einem Problem behelligt. Und das bedeutet auf Ihrer Agenda wieder deutlich mehr Zeit. So, und jetzt frage ich Sie einmal, dazu beende ich wieder die Präsentation, was glauben Sie ist das schwierigste und gleichzeitig wirkungsvollste Stilmittel? Schreiben Sie mal kurz in den Chat. Also für Rheinländer besonders schwierig, genau, Frau Laumann schreibt schon. Schweigen und die Ute Mai, die weiß schon, ja, richtig, Pausen lassen. Die hat diese Präsentation auch schon mal in einem anderen Kontext gehört. Die Pause ist das schwierigste Stilmittel. Einfach mal leise sein. Einfach mal nichts sagen. Wirkt Wunder.
wirkt Wunder in jedem Kontext. Auch wenn jemand Sie zu Unrecht angreift, dann können Sie sagen, wie bitte? Und Sie merken, Sie haben direkt die Aufmerksamkeit Ihres Gegenübers. Also eine Pause hilft als Stilmittel. Dann hatte ich Ihnen eben gesagt, loben Sie, was das Zeug hält. Dazu möchte ich Ihnen noch ein Ding mit auf den Weg geben. Trennen Sie immer Lob und Kritik. Wir sind oftmals einfach aus Effizienzgründen geneigt, Lob und Kritik zu verwursteln miteinander, indem wir sagen, Mensch, die Präsentation, die du gehalten hast, die war echt gut, aber das nächste Mal rede bitte langsamer, weil deine Zuhörer kommen sonst nicht mit. Was bleibt hängen? Rhetorische Frage. Immer das, was wir hinten raus sagen. Und das ist in der Regel dann die Kritik. Also loben Sie zu einer Zeit und loben Sie und kritisieren Sie an einem anderen Zeitpunkt. Also die Präsentation war richtig gut, habe ich gemerkt, weil ganz, ganz viele Rückfragen kamen. Und von mir aus, bevor der Mensch die nächste Präsentation vorbereitet, gehen Sie hin und sagen, ich habe beobachtet, dass einige Leute dann einfach so abgeschaltet haben oder nicht mehr folgen konnten. Ich glaube, das liegt daran, dass du zu schnell gesprochen hast. Und versuchen Sie, keine Kopfnoten wie in der Schule zu vergeben, im Sinne von du bist immer so und so, sondern gehen Sie hin und beschreiben Sie ein Fehlverhalten. Also ich habe beobachtet, dass du bei unseren letzten drei Montagsmeetings jeweils 10 Minuten zu spät kamst. Woran liegt das? Was könntest du tun, damit du demnächst pünktlicher bist? Was brauchst du von mir dazu, damit es klappt? Eine Erinnerung per E-Mail oder so, keine Ahnung. Wirkt auch anders, also auch zum Thema Kritisieren. Wir hatten eben Kritisieren auf Distanz. Wenn ich versuche, Person von Fehlverhalten zu trennen, kann ich wesentlich leichter kritisieren und dann kann ich auch auf Distanz kritisieren, muss das nicht im physischen Meeting machen. Gut. Komfortzonenmodell springe ich jetzt. Da hatten wir eben schon zu, dass ich die Leute wirklich sukzessive an eine neue Sache heranführen muss, weil in einer Komfortzone fühle ich mich wohl und wenn ich weiter rausgehe, fühle ich mich unwohl und da brauche ich die Gewissheit, ich kann danach bestehen. Das hier möchte ich Ihnen auch noch mit auf den Weg geben. Hatten wir schon ein bisschen angerissen, wenn Sie 3 Lösungsvorschläge einführen. Also das Thema, wo liegt das Problem? Was hast du bereits unternommen, Mitarbeitender? Wen könntest du sonst noch ansprechen? Wie könntest du sonst noch lösen? Was sind Vor- und Nachteile der einzelnen Lösungsvorschläge? Und wobei brauchst du jetzt konkret welche Unterstützung von mir? Wichtig ist, dass immer klar ist, das Problem oder die Aufgabe ist Aufgabe des Mitarbeiters und ist nicht Ihre. Und Sie müssen Hilfestellung anbieten, aber auch immer mit der Intention, dass der Mitarbeiter dann weiterkommt. Wenn Sie dieses Schema, diese 6 Fragen sich einmal verinnerlichen und versuchen, die in Ihren Alltag zu integrieren, dann wird das relativ schnell dazu führen, dass Ihre Mitarbeiter selbstständiger arbeiten und Sie eben nur noch im Extremfall mit Fragen behelligen und eben nicht mehr wegen jeder einzelnen Kleinigkeit um die Ecke kommen. Und damit sind Sie nicht mehr der Flaschenhals, an dem Dinge hängen bleiben, weil es nicht weitergeht, weil irgendwie 5 Mitarbeiter gleichzeitig auf eine Antwort warten. Gut, das sind die Kollaborationstools, gehe ich nicht weiter darauf ein. Die bekommen Sie ohnehin nachher mit der Präsentation, da sind auch alles Links hinter. Die jeweils erstgenannten sind meine Präferenz. Ich habe unendlich viel ausprobiert. Das sind Dinge, die kann ich wärmstens empfehlen und ich habe immer eine Alternative dazu geschrieben, denn ich arbeite mit einem Mac und andere arbeiten mit Microsoft und da gibt es eben auch viele. So, abschließend 5 Tipps für gelungene digitale Führung. Arbeitszeiten flexibel gestalten, auch flexibel im Geiste sein, mal zulassen, dass Mitarbeiter sich parallel um Kind-Homeschooling kümmern und um die Arbeit. Klare Verhaltensregeln etablieren und die auch konsequent einhalten und verfolgen. Geeignete Kollaborationstools aussuchen, möglichst wenige, weil je weniger Tools ich mir neu aneignen muss, desto geringer die Hürde. Und dann aber auch gucken, dass die genutzt werden. Reden, reden, reden. Kommunizieren Sie. Gehen Sie nicht davon aus, jemand gegenüber weiß das, was Sie wissen oder hat dieselbe Meinung, Einstellung wie Sie, sondern reden Sie und fragen Sie und nehmen Sie einfach mal den Hörer in die Hand. Das war jetzt extrem fix und ich weiß, es gibt eine Menge noch an Wissensbedarf. Ich bin aktuell dabei, einen sogenannten Kurzguide, Quick Guide zu erstellen. Wenn Sie Interesse daran haben, dann gehen Sie auf bit.ly/digi-dagmar und
Tragen Sie da Ihre E-Mail-Adresse ein, sobald der fertig ist. Das wird in den nächsten 2 Wochen hoffentlich der Fall sein. Dann schicke ich Ihnen den gerne zu. So, und für alle weiteren Fragen und wenn Sie irgendwie, Mensch, die Gerig will ich nochmal kontaktieren, sehr gerne per LinkedIn. Da bin ich mehrfach täglich, da kriegen Sie mich ganz fix. Da können Sie mir Fragen stellen, da teile ich auch jede Menge Inhalte, auch kostenlose Inhalte. Lohnt sich auf jeden Fall, kontaktieren Sie mich sehr, sehr gerne auch da. Das war's von meiner Seite. Ich stelle Ihnen die beiden Links noch mal kurz in den Chat. Dann brauchen Sie einfach nur drauf klicken, wenn das gewünscht ist. Und damit übergebe ich an die Frau Schmitz. Erstmal noch, gibt es da Fragen zum letzten Teil? Und ansonsten übergebe ich komplett an Sie. Gerne. Ja, es gibt Anmerkungen und Fragen. Ich starte mit den Anmerkungen der Teilnehmenden, die sicherlich sinnvoll sind und eine große Hilfe für alle. Also eine Person sagt, Erfolge feiern ist ganz wichtig. Also nicht auf das Negative schauen, sondern mal den Fokus auf das Gute lenken. Das sagt auch ein anderer Teilnehmer, der nämlich sagt, wir haben etwas wie eine Käseglocke etabliert und schauen dabei auf den Käse, nicht auf die Löcher. Ein anderer Tipp ist ein Blitzlicht. Und zwar kommt das aus dem Privaten. In einem sozialen Club wird zum Anfang jedes Meetings ein Blitzlicht eingeführt. Und 20 bis 30 Sekunden hat jede Person Zeit zu sagen, wie es ihr geht, was sie gerade bewegt. Auch eine schöne Idee. Jetzt kommen wir zu den Fragen. Eine Frage ist sehr konkret. Wo finde ich einen guten Kurs für Online-Moderation? Guten Kurs für Online-Moderation, im Zweifel auf LinkedIn Learning. Ich selber bin LinkedIn Learning Dozentin, habe mehrere Kurse veröffentlicht, arbeite gerade an dreien und da gibt es eine Masse an Material. LinkedIn hat das noch nicht ganz so doll beworben. Wenn Sie auf Ihrem LinkedIn-Profil ganz oben rechts in die Ecke gehen, da müssen Sie ein Dropdown-Menü klicken und da geht dann Learning auf. Und da finden Sie unendlich viel Material. Der erste Monat ist sogar gratis, können Sie die gesamte Bibliothek nutzen und danach kostet es Pi mal Daumen 20 Euro, also auch nicht wirklich viel. Da würde ich am ehesten mal reingucken. Die Kurse sind sehr, sehr hochwertig aufbereitet und dauern in der Regel zwischen einer halben und Stunde maximal. Das heißt, Sie kriegen in sehr kurzer Zeit sehr kondensiertes Wissen. Perfekt, vielen Dank. Und sicherlich auf Ihrem Link finden die Teilnehmenden auch noch mal einige Hinweise. Ja, da auf meinem Link in meinem Profil teile ich meine eigenen Kurse teilweise. Was ich machen kann, das kann ich tun. Ich teile einen Kurs zur Online-Moderation, dann ist der für Sie auch 24 Stunden gratis. Toll, vielen Dank. Wenn ich das mache, ja, mache ich heute, jetzt gleich im Anschluss. Ja, super. Also 24 okay. Stunden Zeit, einen Online-Kurs auf LinkedIn gratis von Dagmar Gehrig zum Thema. Nicht von mir, von jemand anderem. Online-Moderation habe ich nicht. Okay. Kurse, aber ich kann auch andere Kurse teilen. Vielen Dank. Eine zweite Frage ist reingekommen. Wie könnte kollegiale Hilfe auf Distanz aussehen? Also wenn ich eine Kollegin, Kollegen bei Deadlines oder Homeschooling unterstützen möchte, was kann ich tun? Also erstmal fragen, so was ist der Engpass, wie lange dauert das, weil ich habe ja selber auch mein Aufgabenpaket und dann zu gucken, hör mal, was kann ich dir denn abnehmen, kann ich dich irgendwo bei unterstützen. Was auch hilft ist, was viele auch nicht machen, ist einfach so, was ist Inhalt der Aufgabe und was ist es eben nicht und gerade dieser zweite Teil und was ist es eben nicht, nochmal klären. Wenn ich jetzt jemanden habe, der sehr detailorientiert ist von der Persönlichkeit her, der wird im Zweifel mir immer 120% liefern wollen. Und wenn ich jetzt jemand bin, der dem die Aufgabe gegeben hat, gesagt, mach mal fertig, der aber vielleicht gar nicht so ein Detailgrad nötig hat, der wird mit 80% zufrieden sein. Das heißt, da sind 40% Gap. Und das kann ich, indem ich hinterfrage und indem ich ganz klar den Rahmen abstecke, oftmals auch nochmal besser definieren. Und dann auch dem anderen die Erlaubnis zu geben, seine 80%, die er vielleicht als nicht genügend empfindet, reichen mir aber für meine Aufgabe jetzt. Und damit wären wir wieder bei der Kommunikation. Reden, reden, reden. Das genau. Ist das, was Sie eingangs schon sagten. Das ist das A und O bei der digitalen Führung, aber insgesamt auch im Berufsalltag. Gut. Vielen Dank, Frau Gehrig. Gerne. Für Ihre wertvollen Impulse, für Ihren tollen Workshop. Hat viel Spaß gemacht. Jetzt müssen wir ans Umsetzen gehen und damit meine ich wir alle, also nicht nur Führungskräfte, sondern auch Mitarbeitende, denn nur so kann ein gutes gemeinsames digitales Arbeiten gelingen, nämlich gemeinsam.
Vielen Dank bis hierhin. Ach so. Sie kriegen eine PowerPoint-Präsentation zugesendet und auch ein Arbeitsblatt zum Thema HR-Impulse. Und dazu schicken wir Ihnen auch eine kleine Umfrage und würden uns freuen, wenn Sie sich 5 Minuten Zeit nehmen, uns ein Feedback zu diesem Webseminar zu geben. Und dann möchte ich die Chance nutzen, noch auf das nächste Webseminar hinzuweisen. Das findet statt am 6. Mai zum Thema New Work als New Normal. Und zwar geht es um Skills und Tools für KMU. Und dieses Webseminar findet wieder im Rahmen der Reihe HR-Impulse um 11 statt. Und wir werden dieses Thema im nächsten Austauschtreffen Fachkräfte im Fokus bei vertiefen. Erstmalig werden wir aufgrund der Pandemie das Austauschtreffen als digitale Version anbieten. Und wir freuen uns, wenn Sie am 20. Mai dabei sind, wenn wir das Thema New Work in KMU bei Neu GmbH in Düsseldorf vertiefen. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und bis bald. Bleiben wir noch kurz in der Leitung?